In Erevan in Armenien begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Bernhard Lichte. In Erevan gibt es eine Gedenkfeier. Wir haben es gehört, der russische Präsident Putin und der französische Hollande nehmen daran teil. Warum diese beiden? Frankreich hat traditionell eine große Diaspora-Gemeinde von Armeniern. Frankreich hat auch schon von vor Jahrzehnten den Völkermord als solchen bezeichnet. Russland hingegen ist Schutzmacht von Armenien, wenn man so will. Die Grenze zur Türkei von Armenien ist zu und russische Streitkräfte sind dort als Garanten dafür, dass es zu keinen Übergriffen kommt. Das sind eigentlich die Hauptgründe. Armenien ist darüber hinaus Mitglied in der Eurasischen Zollunion und hat auch Russland als größten Wirtschafts- und Handelspartner. Also da gibt es, ja, man könnte sagen, so eine Art russische Schutzfunktion für dieses Armenien. Und das ist einer der Gründe, warum Putin hier ist. Wie nehmen die Menschen heute in Erevan den Tag wahr? Ist es ein bedrückender Tag oder ist es ein geschichtliches Datum, dem man Rechnung trägt? Es ist schon auch ein bedrückender Tag und es ist ja nicht erst ein Gedenken, das heute stattfindet, sondern schon die ganze Zeit überall in der Stadt ist plakatiert 100 Jahre Genozid. Es wird darauf hingewiesen, dass die Leugnung dieses Genozides ja eigentlich erst den zweiten Genozid im Dritten Reich möglich gemacht hat. Man sensibilisiert, die Leute sind angefasst. Es gibt kaum eine Familie, die nicht irgendwelche Opfer zu beklagen hätte in dem Geschehen, was vor 100 Jahren passiert ist. Und man ist auch eigentlich immer noch in der Furcht, dass sich so etwas wiederholen könnte. Deswegen Geschichte und Abhaken, das ist ganz bestimmt nicht der Fall hier. Ist Armenien eigentlich heute ein politisch stabiler Staat? Armenien ist Mitglied der Eurasischen Zollunion. Es ist abhängig von Russland, wie ich schon gesagt habe. Es ist gleichwohl ein stabiler Staat. Er ist ja erst seit 1991 ein solcher. Vorher war Armenien Mitglied der Sowjetunion, eine sowjetische Republik. Und jetzt es ist ein armer Staat, man will teilnehmen an der wirtschaftlichen Entwicklung in dieser Welt. Es gibt viele Investitionen von der Diaspora aus Armenien, die ja im Übrigen sehr viel größer ist. Armenien hat 3 Millionen Einwohner, die Diaspora 7 Millionen. Und es wird in der Hauptstadt, sieht man es, es wird sehr viel investiert. Es wird eine Wirtschaft nach vorne gebracht, aber es ist eben nur die Hauptstadt, die Gebiete drumherum, da sieht man doch sehr, dass es Armut hoch 3 gibt, wenn ich das mal so flaps ausdrücken darf. Ja. Das Durchschnittseinkommen liegt bei etwas mehr als 3.000 Euro. Also da ist noch viel Arbeit zu leisten. Wir können sicherlich noch erwähnen, dass Putin und Hollande auch am Rande der Gedenkfeier die Gelegenheit ergreifen werden, um Weltpolitik zu betreiben. Von französischen Schiffslieferungen, Kriegsschiffslieferungen über Ukraine bis zu den Vereinten Nationen. Das ist richtig. Was die Kriegsschiffe angeht, da hat sich aber Frankreich bereits festgelegt. Die Bedingungen, dass die Schiffe ausgeliefert werden, die Hubschrauberträger, die ja von Russland teilweise schon bezahlt sind, sind nach französischer Ansicht noch nicht gegeben. Das hängt natürlich alles mit der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens in Sachen Ukraine zusammen. Ein anderer Punkt ist die große Flüchtlingskatastrophe, die es aus Afrika Richtung Italien und Europa gibt. Hier will die EU eine UN-Resolution herbeiführen und dazu braucht es natürlich die russische Zustimmung als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates. Und darum wird es auch gehen heute und vielleicht sogar an erster Stelle gehen. Bernhard Lichte, herzlichen Dank nach Erevan.